Ich respektiere die Leute, die ihren Spaß damit haben, und der Run fängt an und wir haben keinen Hauptkommentator. Chahak! Anwesend. Bin Okay. da. Einmal kräftig durchatmen und dann kannst du losgehen. Verschluck dich nicht an deiner Lunge, mein Lieber. Drei Stockwerke, Treppen hoch und runter rennen, ist halt anstrengend. Okay. Aber das ist ein wichtiges Paket. Okay. Aber es geht los. Und damit herzlich willkommen zu Snow White and Happily Ever After. Ever After, was auch immer. Puh. Ja, wie ich schon gesagt jetzt vor ein paar Minütchen, es ist die Fortsetzung von Schneewittchen. Die böse Königin ist tot. Und deswegen möchte da Malis, der Zaubererbruder, Rache nehmen. Ja. Und deswegen hat er zum Beispiel den guten Prinzen in einen humanoiden Schattenmann verwandelt. Und den können wir tatsächlich in dem Fall ausspielen. Also wir haben ja in dem Spiel die Auswahl zwischen Schneewittchen und dem Prinzen, aka dem Shadow Man. Okay. Und ja, spielen aber tatsächlich in dem Fall Schneewittchen, weil Schneewittchen schneller ist. So. Was wir können ja mal hier alle schöne Dinge aufsammeln, sehen wir ja auch unten. Also wir haben einmal verschiedene Früchte, die bringen Score. Die Münzen sind halt Münzen. Dann außerdem gibt es halt die Bomben. Die sind relativ wichtig, auch für den Endkampf. Und Äpfel, die wir aufsammeln, die sind halt sozusagen Wurfwaffen. Die werfen wir auf Gegner. Und ja. Das ganze Spiel ist ein Plattformer und ja. Ich glaube, mehr als allzu viel gibt es tatsächlich auch zu dem Spiel nicht zu sagen. Es sieht interessant aus, aber auch nicht gerade wirklich überzeugend. Es wirkt wie ein 0815 SNES-Plattformer. Und ich meine, es ist ja auch für das SNES rausgekommen, wenn ich mir das so ansehe. Ist auf ein SNES. Ja. Ich stimme dir da vollkommen zu. Es hat jetzt nichts unbedingt etwas, was, wo ich sage, das braucht man. Also, ja. Man hat hier immer diese paar. Also auch so wirklich Gegner, so sieht man halt auch echt wenig. Es ist halt wirklich überwiegend Plattformer. Ja. Ja, die Lebensleiste haben wir natürlich auch. Die sehen wir unten links. Und, wen das interessiert, es gibt für das gesamte Spiel vier Continues. Und wenn die weg sind und man stirbt, ja, dann tut es mir leid und fängst du von vorne an. Okay. Okay. Und man muss tatsächlich sagen, ganz so sauber programmiert ist es dann letztendlich auch nicht. Aber das kann ich an einer Stelle wunderbar zeigen und wunderbar. Oder sieht man an einer Wunderstelle, an einer Wunderstelle, an einer Stelle wunderbar, so rum. Ja. So. Da sind wir am Exit. Springt Ja. erstmal nur über den Exit drüber. Gut. Sie, Entschuldigung. Irgendwie, ja. Kreuz und quer. So, komm, sind wir da schon so langsam? Ja, da kommen wir auch tatsächlich langsam. Das Spiel ist auch tatsächlich, oder der Run auch noch tatsächlich nicht lang. Gabi the Glitcheress. Hätte gedacht, ach nee, Glitchwitch war andere Person.
Ich verwechsel hier schon die ganzen vielen Runner und Runnerinnen miteinander. Uiuiui. Nee, auf jeden Fall ist Gabi the Klitschewis die einzige Runnerin von allen Kategorien. Es vier Stück gibt's an der Zahl. Wobei ich nicht weiß, was Difficult als Kategorie ist. Muss ich Schwierigkeit geben? Also es gibt halt Easy, Normal, Hard, die Schwierigkeitsstufe, und dann gibt es halt noch Difficult. Difficult. Was auch immer das ist. Ja. Aber das sehen wir zum Glück nicht. Sondern wir sehen nur das Spiel halt einfach auf Hard, der höchsten Schwierigkeit. Was ich ein bisschen verwirrend finde, ist, dass es... Sie fällt immer wieder in irgendwelche Abgründe, kommt dann auf einmal woanders raus. Fällt schwer da... zu folgen. Ja. Genau, das ist auch mein Problem. Ja, also... Wie gesagt, das Spiel ist nicht ganz sauber programmiert. Du kommst da halt auch teilweise... Ich weiß nicht, hatten wir jetzt schon die Sequenz mit dem... Wo wir auf dem Holzstamm gefahren sind, übers Wasser? Glaube nicht. Scheinbar noch nicht. Ja, ich hätte gedacht, die Cam hätte schon gekommen müssen, aber scheinbar kamen sie noch nicht. Ja. Also letztendlich ist es halt wirklich immer unsere Aufgabe, beim Exit rauszukommen. Und das ist nicht allzu schwierig. Im Speedrun zumindest nicht. Was natürlich immer ist, wenn man halt wirklich in den Abgrund fällt, man kommt halt beim letzten Checkpoint raus. Manchmal sieht man die Checkpoints, erkennt sie an den Fahnen, beziehungsweise was wir jetzt hatten, war so ein Checkpoint auf diesem einen Baumstamm. Warum auch immer da dann ein Checkpoint ist. Also Death Warps sind sozusagen hier auch ein bisschen gang und gäbe. Einfach um hier und da noch tatsächlich Sachen aufzusammeln und solche Scherze. So. Leute, die Diskussion wegen PogChamp und so. Ja, wir wissen es davon, aber ich möchte trotzdem bitten, diskutiert darüber nicht im Chat. Danke. Konzentriert euch lieber auf das wunderschöne Schneewittchen. Auf diesen sehr The Face Sides. Vielen herzlichen Dank für den Host. Ui. Das nenne ich mal einen schönen Host. Ja. Nee, ich muss tatsächlich sagen, Schneewittchen, ich kann Schneewittchen, also wäre es jetzt das normale Schneewittchen, ich hätte jetzt ja angefangen, den Film zu rezitieren. Ich kann den, obwohl ich den einfach auch nicht mehr sehen kann. Ich kann ihn weder hören noch sehen mehr, weil meine erste kleine Schwester hat als Kind immer Schneewittchen. Wollte sie eigentlich so gut wie jeden Tag sehen und dann lief fast jeden Tag eine Zeit lang Schneewittchen. Also der Zeichentrickfilm, und ich kann es einfach nicht mehr ab. Schneewittchen ist so eine Sache, die ist schwierig für mich. Nennen wir es so. Ja. War das das erste Spiel mit Kaizoblox? Keine Ahnung. Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich denke, dass sowas gab es schon davor, also... Ja, muss es doch, oder wann ist, was sind Kaizo-Blocks? Sagen wir mal so. Ich glaube, das sind diese unsichtbaren Blöcke, die erst dann sichtbar werden, wenn du gegen sie stößt und dich dann in den Abgrund werfen, quasi. Aber sowas gab es doch auch schon bei Super Mario Bros. Und das ist also im ersten Super Mario, also Standard-Super Mario-Spiel, und das sollte früher rausgekommen sein als 94. Ja. Oder? Warum kommentiere ich dann den Run? Weil ich selber nicht wusste, dass es sich um Schneewittchen handelt. Nee. Ist ja nicht schlimm. Hat ja nichts mit dem Schneewittchen-Film zu tun. Außerdem ist das Spiel immer noch verwirrend. So, hier haben wir das jetzt mit dem Holzblock, was ich angesprochen habe.
Ja. Erstmal sinkt plötzlich immer wieder mal, also das Wasser sinkt plötzlich, dann steigt es wieder ziemlich rapide an. Außerdem, was jetzt noch nicht das Schlimme ist, aber wir haben, sind jetzt gleich die gelbe Blockwand, genau. Und uns reicht eigentlich einen Block großen Spalt, um da durchzukommen. Weil die Hitbox von Schneewittchen zählt hier auf dem Ding nicht. Sondern es zählt tatsächlich nur die Hitbox von dem kleinen Holzstück. Und deswegen ist das ein bisschen, ja, also merkwürdig. Wie gesagt, man braucht wirklich da an der Stelle nur einen Block wegschießen und kommt da halt durch. Man muss halt ungefähr abschätzen oder man muss halt ungefähr wissen, wie hoch das Wasser dann zu dem Zeitpunkt gestiegen ist, weil wenn das Wasser dann steigt und du da oben noch nichts weg, keinen Block kaputt gemacht hast, kommst du auch trotzdem nicht durch. Ja, Ebbe und Flut. Eine schnelle Ebbe und Flut. Der dreht sich nur ein bisschen schnell, end. Und moin übrigens. So, hier wieder ein kleiner Death Warp, einfach weil dann einfach. Ja, ist halt ein Autoscroller-Level. In dem Fall hat sich jetzt hier das Holzstück halt ein bisschen nach vorne teleportiert, weil wir drüber gesprungen sind und uns erstmal schön den Checkpoint geholt haben. So. Exit, yay! Yakai Kuma, nein, das ist eine Frau. Siehe die Pronomen im Stream. Also im Mainstream. Und nur weil eine Frau männlich aussieht, es gibt auch Männer, die weiblich aussehen. Man sollte nicht sich vom Äußeren täuschen lassen. Jo. Und damit ist die Gender-Diskussion hier und jetzt beendet. Danke. So, wir kommen tatsächlich schon langsam zu Richtung Ende des Spiels. Na, Halleluja. Ja. Welch groß Wunder, wir kommen zur düsteren Sache. Wir müssen einen Zauberer letztendlich herausfordern, deswegen machen Türme natürlich auch ganz klischeehaft Sinn. Und allgemein so ein Schloss. Ja, eine Burg. Diese Dinge habe ich auch noch nicht verstanden, wieso sich die bewegen, wie sie sich bewegen. Da gibt's weil so viele Spiellogik. Ja, ja. So. Aber ich finde es ja genial. Die Spielperson stürzt und ist am Ende nur ein bisschen konfus und hat sich keinen einzigen Knochen gebrochen. Ja, ja. So, hier an der Stelle müssen wir jetzt hier ein bisschen viel kaputt machen. So. Oh, ja, da hat er sich reingeklebt. Sie hat sich reingeklebt, was jetzt nicht passieren sollte. Ja. Sauber programmiert, hast du ja schon erwähnt. Ja. Und ja, das ist gewollt, dass man da durchfällt. Und ach, nein, Gott. Ich habe keine Ahnung, wie man darauf kommt. Und wir kommen zum Endkampf, glaube ich. Here we go. Ja. Marlis müssen wir herausfordern und ist das schon ein Endkampf? Ja, doch. Aber es ist noch nicht die Endform, weil es gibt natürlich verschiedene Formen. Ist ja ein Endboss. So. Okay.
about 40 seconds or so. So I'll just let y'all know when that is. Another difference in difficulty between like this and difficult is that now shoots a lot more fireballs. Here I'm getting Er braucht ein paar viele Hits. Ja. Ein paar sehr viele. Sehr, sehr viele. Moin, die Schranze. So, jetzt ist er endlich am Boden. Und da warst du letztes. Nice. Eigentlich, was man, die Mechanik, die ich zumindest auch aus dem Easy Run kenne oder auch nochmal gesehen hatte und auch, glaube ich, im VR genutzt wurde, war mit diesen Bomben, mit diesen grünen Äpfeln. Die explodieren dann und in ganz, ganz viele kleine Projektile. Und da brauchte man dann, sobald er auf dem Boden gelandet ist, brauchte man ein oder zwei und dann war der Boss fertig oder war der Boss besiegt. Fand ich jetzt an der Stelle etwas langsamer, aber es kann auch sein, ja, ich war, dass jetzt keine mehr vorhanden waren oder sowas im Inventar. Moment, sind das die suchende Äpfel-Kepper? Der Ron war ein Otto Nice, okay.